Hallo, ich bin Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 7.07.2022. Und zum Mittwoch haben sie unseren DAX zumindest das erste Mal wieder ein bisschen aufrecht hingestellt bekommen. Es sieht nicht mehr ganz so katastrophal aus, wie das noch am Dienstag der Fall war. Aber, naja, <laughs> also. Bisschen schräg und wackelig sieht das schon noch aus, wenn wir das jetzt so angucken, den Anstieg, den er gemacht hat. Ja, da kommt selbst jemand drauf, der keine Ahnung von Charttechnik hat, dass sich das nicht stolle von dem ähm, unterscheidet, was er hier gemacht hat. Ähm, vom Anstiegsverhalten sehr korrektiv, hoch ne? runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter, immer auf der Stelle, hoch runter, hoch runter, hoch runter, immer auf der Stelle. Ähm, ist halt eher mehr flackenartig mittlerweile fast. das könnte sogar fast eine bärische Verkeilung werden. Würde ich so aber nicht interpretieren, weil auf der Oberseite jetzt die aktuelle Kerze noch nicht fertig ist. Für den Fall, es war ein steigendes Dreieck, was bereits im Ausbruch gerade ist, ähm, würde das nach oben natürlich noch mal gut Potenzial entfalten, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, mir ist jetzt wichtig zu betonen, dass das nicht schnell genug nach oben kommt. Und wenn etwas nicht schnell genug nach oben kommt, dann haben die großen Marktteilnehmer, die tatsächlich die Kurse bewegen, Denen oder die, denen wir ja folgen wollen, um mit dem Geld zu schwimmen, noch kein richtiges Interesse daran, hier Positionen im großen Stil zu kaufen, sondern eher mehr welche zu verkaufen. Ja, und demzufolge ist das sehr, sehr, sehr wichtig, wie er sich hier weiter bewegt. Ne? Sollte so der aus so einer Situation nämlich wieder abdrehen, hä? Erinnerung an, wann war das? Das war da erst diese Woche, ne? Montag. Na, Montag ist er so reingekommen mit Aufwärtsgeber und dann direkt wegverkauft. Kann sowas direkt wieder passieren. Na? Also das ist noch nicht gut. Na? Wir haben drüber gesprochen, was muss er machen, wo muss er hinten. Das ist erstmal die erste Station. Wir hatten aber auch so 47 hier gesprochen. Da ist noch nicht mal gewesen halt. Na? Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass wir zum Donnerstag einen Aufwärtsgeber auf der 47 kriegen und von dort abverkaufen fast. Also es würde mich nicht stolle verwundern. Ähm, ja, es ist halt einfach eine Flagge, ne? Es ist eine Flagge, und wenn die nach unten, nach unten auflöst, sollte man auf der Short-Seite ein bisschen aufpassen. Oder nicht auf der Short-Seite aufpassen, sondern auf der Longseite aufpassen, weil ich es dann wahrscheinlich erstmal nach unten bediene. Machen wir es mal ganz konkret. Was erwarte ich vom DAX? Ich kann oder ich würde unterhalb von 12.570 einen Bruch der flagge unterstellen und demzufolge unterhalb von 12.570. 570 bis ah, 12.570. Unterhalb von 12.570 würde ich erwarten, dass der DAX durchaus relativ einfach auch wieder eine 12.400 erreichen kann. Sollte er eine 12.400 erreichen und nicht verteidigt bekommen, würde er wahrscheinlich nochmal so eine Klatsche kriegen, wie er sie am Montag schon gekriegt hat. Das heißt, wir können uns einfach mal hier das Ding schnappen. Nach unten ziehen. Ach, ich habe keinen. mal, ich habe keinen Magneten an. So, ich ziehe das kurz hier. Man kann das auch noch anders ziehen. Das heißt, ja, 12.100 wäre das Ziel. Sollte mit Aufwärtskip um 47 reinkommen, von dort abverkaufen, wäre es 12.240. Ähm, richtigerweise könnte man sogar auch von hier ansetzen und den projizieren. Dann hätte man die komplette Welle. Und wäre 12.100 von hier. Also, machen wir es können wir es ganz konkret machen, unterhalb von 12.570 hätte der DAX Risiken bis 12.400 und 12.200 bis 12.100, Punkt, das ist es, denn es wäre dann nur eine Flagge. Aber es könnte auch ein steigendes Dreieck gewesen sein, jetzt wird wieder eine sagen, ja was denn nun Martin, ne? Wie, was, was willst du denn, es kann steigen, es kann fallen, darum geht es bei der Chartanalyse nicht, ne? es geht darum, Typische Muster zu identifizieren und dann eben das zu traden, was kommt, sich darauf vorzubereiten, wie kann ein entsprechendes Muster dann nach unten auflösen. Ist es eine Flagge? Muss ich jetzt hier nichts machen? Ja, aber wenn dann die 570 nach unten bricht, weiß ich okay. Jetzt ist wir haben darüber gesprochen, es kann eine Flagge sein. Jetzt bricht diese, es kann eine Flagge sein, bricht dann nach unten. Das heißt, dann hätte ich mein Potenzial bis 12.400, 12.200, 12.100. Ja, kann das dann auf Short-Seite begleiten. Auf der anderen Seite sehe ich den oben und der, der, der drückt nichts nach unten, der bleibt stabil. Ist das ein steigendes Dreieck gewesen, was nach oben aufgelöst hat? Und dann geht es an die 47. Und wenn er dort eben nicht abschmiert und höher geht, dann geht er eben an diese 8,60, 8,80 oder 8,50, 8,80, wie wir gesprochen haben, und kann auch höher. Gap plus 13.000, sage ich da. Zum Donnerstag erreichbar. Ja, das heißt. Ich muss gar nicht wissen, ist es denn jetzt eine Flagge oder ist es ein steigendes Strike, Sondern ich richte mich einfach danach, okay, was kommt jetzt am Donnerstag, was spielt er an? Ist er mir, tanzt er mir oberhalb der 47 rum? kann ich davon ausgehen, dass es möglich ist, dass er bis 13.000 sogar gehen kann. Zwischenstation wäre 8.50 bis 8.80. Sehe ich den nicht da oben, sehe ich ihn gar nicht über 47, sondern gehe, sehe ich ihn sogar unterhalb vom Tagesschluss, unterhalb von 6.50. Sehe ich ihn unterhalb von 12.75, weiß ich, okay, Flanke löst nach unten, kann ich auf der Shortseite begleiten. Punkt. Dann muss man hier nicht allwissendes sein, sondern kann einfach gucken, okay, was sehe ich am Markt und kann dem dann am nächsten Tag folgen. Ja, und das ist letztendlich dann Trading. Uns muss jeden Tag egal sein, was kommt, was passiert, aber wir sollten ein bisschen darauf vorbereitet sein. Deswegen sprechen wir immer mal auch eine positive und eine negative Variante durch, ganz ohne Meinung zu haben, was vielleicht ähm, uns lieber ist oder was ähm, vielleicht eher kommt. Der ne? Markt kann immer alles machen und deswegen einfach aufmerksam sein und gucken, wo kommt da. Und ich würde dir sagen, 47 ist für mich der Angelpunkt oben und unten ist es die. Was haben wir gesagt? 5,70, 5,40, irgendwie so in dem Dreh da. Ich würde es nicht ganz, ganz so genau nehmen, Also oh, ab 5,70 kann man eigentlich schon im Pro stellen. Vielleicht noch so 5,40 mit in, in Klammern reinziehen. Ähm, oder 5,20. Ja. 5,70, 45, 5,20. Ich sag mal 5,70, 5,40. Ja. Jo, und darunter ist er mir auf der Unterseite aktiv. Blöd wäre es natürlich, wenn er einfach dazwischen rumeiert. Ja, okay, wir kennen unseren DAX, der kann, kann auch ganz schön Eiertänze hinlegen. Aber glaube ich nicht. Der, der ist ganz gut drauf hier, die Tage. Der hat eigentlich immer schön bedient. Ist auch schön markentreu gelaufen. Ne? Das, eigentlich, der macht das ganz gut, die Ware. Von daher denke ich, der, der drückt eher jetzt am Donnerstag. Gut, von daher, eigentlich alles besprochen. Ne? Also steigend das Dreieck steht im Raum. Es steht aber auch eine Flagge im Raum. Und wir sehen einfach anhand der Bewegung, wie jetzt der Donnerstag reinkommt, wie die großen Jungs das interpretieren, die, die hier eben auch die Kurse bewegen. Und das ist für uns wichtig. Nicht, was der eine denkt oder was der andere denkt, sondern uns ist wichtig, wo geht das Geld hin und dem müssen wir folgen. Ich mache deswegen hier zu, wünsche euch gutes Gelingen zum Donnerstag, viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.